Und es geht auch schon weiter. Schau mal, was passiert ist. Ah, 6 Mann, das ist schlecht. 8 Mann insgesamt, das ist sehr schlecht. Ah ja, da bewegt dann noch die Infanterie runter. Ich habe da schon ein saftiges Ziel gesehen für meine Kosaken hier eigentlich. Da ist ein unbeschützter, wie es ausschaut, Supplywagen der Franzosen und Artillerie. Aber jetzt hat er da noch Infanterie runter bewegt, um die wohl zu decken. So. Oh je, okay, das war, ja, war leider zu erwarten. Hier. So, Telefon, sorry, wo war ich? Ja, das war eben zu befürchten, dass wir hier die Jäger ausbüchsen. Also, ich verstehe nur nicht ganz, wie die jetzt geflohen sind, das ist recht lustig. Ja, also 8 Verluste waren für so eine, für einen Jägerschützenschwarm zu viel. Die haben dann eben nur nicht Qualität C, sondern D, weil sie in Schwarmformation sind. Und da haben sie also gleich Reis ausgenommen. Und ich verstehe jetzt nicht, wie die Einheit da gelandet ist. Wahrscheinlich war es so, das könnte ich mir so vorstellen, dass die eine Einheit von hier darunter geflohen ist und da hat es wohl noch eine zweite irgendwie zerlegt. Das habe ich jetzt, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wo kommt die sonst her? Und die anderen sind natürlich, eine zumindest, ist disrupted. Ja. Aber ja, es haben sich unter Anführungszeichen nur zwei Plänkel-Einheiten hier quasi, haben die Beine in die Hand genommen. Und was ist das? Wo kommen die her, sag mal? Das verstehe ich jetzt nicht. Sind die... Nein, die können nicht von hier geflohen sein. Wo kommen die her? Ich bin jetzt echt überfragt. Dass sie von hier weggeflohen sind oder das... Da habe ich... Hätte ich das Replay anschauen müssen. Okay, auf jeden Fall stehen da 400 in Panik befindliche Franzosen. Da werde ich gleich mit den Kosaken wieder umdrehen, glaube ich. Es erklärt auch, warum er die Kavallerie wahrscheinlich so schnell davor bewegt. Er will die retten. Interessant. Und warum habe ich die vorher nicht? Ich glaube, ich bin doch da gestanden mit meinen Plänklern. Müsste ich die doch gesehen haben, wo die herkommen. Ja, mir ist recht. Vielleicht hat sich da irgendwas mit dem Patch geändert, mit dem letzten. Mal schauen. Okay, und da stellte sich also am Weinberg recht stark auf. Der genaue Grund, der verschließt sich mir jetzt noch, weil ich meine, da helfen sie jetzt niemandem. Sie retten weder die Einheiten hier unten, noch können sie da über den Boba drüber wirken. Also, weiß ich nicht, was er mit denen vorhat. Vielleicht parkt er die auch, ne? Wobei dann wäre es eben interessanter, sie auf der Straße stehen zu lassen, ne? Ja, da ist mittlerweile alles mit plänkelnden Franzosen übersät. Die kommen da auch näher an meine Voltigeurs. Schauen wir mal. Die Kavallerie stellt sich ja einfach wohl zwischen den Objectives auf, zwischen Ludwigsdorf und Plagwitz, um dann vermutlich gegebenenfalls eben hier oder da eingreifen zu können.
Da hat sich nicht viel geändert, da steht nach wie vor massierte französische Artillerie, die eine Annäherung hier unmöglich macht. Okay. Dann schauen wir mal, ob da irgendwie mehr zu holen ist. Also eigentlich sehe ich jetzt, ja, ich sehe hier, ich habe hier Sicht. Da könnte noch eine Einheit stehen, die würde ich aber von hier aus sehen. Das heißt, ich weiß jetzt eigentlich ganz genau schon, dass hier nur mehr zwei Bataillons stehen von den Franzosen. Das eine ist in Unordnung, das heißt, ja, die müssen von da gekommen sein. Also wahrscheinlich war das schon dieses Haubitzenfeuer, ich habe da wohl nicht aufgepasst. Das hat schon eine französische Einheit aufgerieben. Erstaunlich. Ich Glück gehabt eigentlich. Hab's noch nicht bemerkt. Ja, da müssen wir jetzt was machen. Also wir müssen da jetzt... Jetzt können wir das noch holen. So, wenn die Brigade mal da unten steht, wird es schwieriger, das Objective zu holen. Ja, wir müssen dazu machen. Pass auf. Vor allem... also wenn ich es schaffe, mir das Dorf hier zu holen, 7 Eichen, dann müsste er mit seiner Artillerie da ganz nah an den Rand aufgrund dieses Hanges. Das kann er sich eigentlich auch nicht leisten, wenn ich da die Ebene kontrolliere. Also muss ich jetzt wirklich versuchen, jetzt das Objective zu holen hier. Die sind angeknackst, 400 Mann disordered, das heißt, die haben im Nahkampf 66% nur Kampfkraft. Haben zwar hier einen Brigadier. Und da hinten, wenn ich jetzt mit der Kavallerie durchstoßen kann, dann müsste ich noch, gut, dann müsste ich noch die leichte Reiterei hier besiegen. Ja, dann könnte ich die Franzosen da ordentlich zurücktreiben. Vor allem das hier ist auch ein... Achso, Moment einmal. Creek. Creek, ja, oh ja, ich glaube, das ist der, der für Infanterie eigentlich unpassierbar ist. Wo haben wir ihn? Creek, ja, null. Das heißt, die Infanterie kommt hier nur bei Brücken und Furten drüber. Das heißt, es ist nicht ungefährlich, wenn man die Franzosen hier zurücktreiben. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Das heißt, wir werden zuerst einmal die Haubitzen feuern lassen. 10 Mann, der hat gesessen. Und jetzt geht sich das aus. Also die Kavallerie habe ich ja in weiser Voraussicht dann noch herangebracht. 4, 8, 12, 16. Wir werden jetzt da mit den zwei Schwadronen, die sind eh sehr, sehr kräftige Schwadronen, mit jeweils 190 Mann fast. Wir können da ganz normal einen Kavallerieangriff sagen. Kavallerieangriff ansagen. Und das Tolle ist eben, beim Kavallerieangriff wird quasi die Mannstärke für die Berechnung des Nahkampfes, wird sie verfünffacht. Ja? Das ist also der große Vorteil. Und da ist alles offenes Gelände, wir stehen richtig ausgerichtet, hindert uns eigentlich nichts dran. Das Einzige, was kommt, ist eben das Abwehrfeuer. Aber die sind schon in Unordnung, das heißt, das hat nur die Hälfte der Wirkung. Da sollten wir durchkommen, auch mit Qualität C. Ich werde wahrscheinlich nur dann den Generalmajor Palen dann nicht direkt in den Nahkampf mitschicken. Der wird sie nur bis hierher begleiten und dann, glaube ich, eher zurückbleiben, damit er mir nicht abkratzt. Okay, und los. Also wir sagen da einen Kavallerieangriff an. Los geht's. So, 20 Reiter rausgeschossen. Das macht nichts. Jetzt kommt die Retourkutsche. So, jetzt habe ich erst den General mitgenommen, aber 35 unserer Kavalleristen sind aus dem Sattel gefallen zumindest oder jetzt pferdelos wieder zurücklaufend und 63 Verteidiger. Und, das ist eben das Wichtige, die wurden jetzt eben erstens verschoben, haben Verluste genommen und müssen auf jeden Fall zu Beginn ihres nächsten Spielzugs einen Moraltest ablegen. Und jetzt sind die schon disordered, das heißt, die haben schon minus 1 auf die Moral. Der Anführer, da hilft ihnen zwar wieder, aber die Chancen stehen gut, dass die jetzt dann wirklich aufgerieben sind und auch beginnen hier wegzulaufen. Ja.
Und auch wichtig, sie können sich auf jeden Fall nicht erholen von dieser Unordnung jetzt in der nächsten Runde. Ja. Das heißt, das Feuer, das eventuell auf mich zukommt, ist jetzt nicht so schlimm. Und ich kann jetzt auch noch, das ist eben auch ein netter Nebeneffekt des Kavallerieangriffs, nach einem erfolgreichen Kavallerieangriff darf ich mich noch weiter bewegen. Das ist vor allem jetzt wichtig, um aus der Feuerzone rauszukommen. Das heißt, falls die nicht sich auflösen in der nächsten Runde, müssten sie, um mich dann unter Feuer zu nehmen, sich bewegen, ist schon mal minus 50%, sind dann auch noch in Unordnung, also wieder minus 50%, also hätten die insgesamt minus 25. Also ist es für mich relativ sicher, da jetzt zu bleiben sozusagen. Also ich breche da durch und hoffe jetzt, meine Einheiten sind jetzt natürlich in Unordnung nach diesem Kavallerieangriff. Hoffe jetzt, dass sich die wieder schnell ordnen. Und das hängt eben vom Kommandanten hier ab. Also ich schaue auf jeden Fall, dass der in Reichweite dieser zweiten berittenen Chasseur-Division ist und dass der Divisionsgeneral in der Reichweite des Kavalleriekorps-Generals ist. Da muss man jetzt eben wirklich schauen, dass das alles hinhaut. Und das sollte ich außerhalb der Reichweite der feindlichen Kavallerie noch sein. Und hoffe, dass ich mich dann schnell genug sammle. Gut, das Objective gehört jetzt auch mir mittlerweile. Schauen wir mal. Und jetzt werden wir da natürlich gleich mit der anderen Kavallerie noch nachrücken, vorstoßen. Okay. Also jetzt sollte der Duke da ziemlich viel Druck haben. Jetzt drehen wir auch natürlich da die Kosaken um. Das Gute ist eben, also die Kosaken können zum Beispiel aufgeriebene Einheiten, dürfen sie auch mit Kavallerieangriff angreifen. Das heißt, da hätte ich dann fünffache Kampfstärke, das wäre so 200 gegen aufgeriebene Einheiten haben nur die Hälfte Kampfstärke gegen ungefähr 200. Ja, das wäre schon ein bisschen problematisch für ihn. Da holen wir jetzt gleich wieder die Kosaken her. Schau nur, dass er mich da nicht angreift. Da muss er auch noch bergab. Nein, ich glaube, im Acker kommt Kavallerie auch nur 3 Hexes weit. Ich schaue nur, dass ich die jetzt, wenn ich mich da annähere, treibe ich sie so zurück. Ich will sie eher hier nach links treiben. Das ist, ja, das ist mir zu gefährlich. Ich glaube, jetzt bin ich wieder in Reichweite der Kavallerie. Hier bleiben wir da. So. Naja, schaut nicht einmal so schlecht aus da jetzt. Dann werden wir versuchen. Die stehen jetzt in Linienformation nach unten ausgerichtet. Das kommt mir fast ein wenig gelegen. Also falls ich schaffe, die zu disrupten, sind sie in Linie gefangen. Warte mal, wie machen wir das am geschicktesten? Ja, wir nähern uns da jetzt eigentlich überall an. Und da müssten sie sich ja drehen, um auf uns zu feuern. Dann ist ihr Feuer nicht mehr so effektiv. Und vor allem, wenn wir jetzt überall Blänkel an sie ranschieben, dann fangen sie sich durch die Drehung schon alleine so viel Gelegenheitsfeuer ein. Das wird jetzt, ja. Sollte jetzt eher kritisch werden. Und wie gesagt, also wenn ich da die 400 Mann kriege, das ist schon saftig Siegespunkte wert. Plus die 50 hier. Das wäre sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt haben wir gesagt, das ist die erste britische Chasseur-Division, mehr oder weniger. Schauen wir mal. Der muss auf jeden Fall in Reichweite sein. Da möchte ich jetzt, das ist jetzt ganz wichtig, damit ich eben die Kavallerie hier besiege oder zumindest abschrecke, müssen sich die unbedingt sammeln jetzt.
So, und der Kavalleriekorps, der ist in Reichweite. Okay. Also das sollte passen. Die Befehlslinie ist durchgängig. Dadurch erhöht sich also massiv die Chance, dass sich die hier schnell ordnen. So, und da traue ich mich jetzt auch schon feuern. Vor allem, da kommt jetzt kein Gelegenheitsfeuer zurück, weil die nur zur Front hin feuern können. Und die Front sind diese beiden Hexes von der Linie. Ja, mit der Kavallerie können wir da trotzdem nicht durch, weil diese Ebene von der Artillerie hier kontrolliert und dominiert wird. Und er hat sie jetzt auch gedreht. Ja, das heißt, jetzt hat sie ein Schussfeld hier auf dieser Linie. Ja, da schaut sie nämlich über ihre eigene Einheit drüber. Das ist genau der Hang hier. So, jetzt brauchen wir den Tichanowski, das ist der Befehlshaber der leichten Brigade, den müssen wir da jetzt nach vorne holen, um die Jäger wieder zu sammeln, die Blänkler. Ja, das ist auch ein Vorteil der dezidierten leichten Infanterieregimenter sozusagen. Normalerweise müssen so Blänkereinheiten innerhalb von 5 Hexes um ihre Muttereinheit sein, damit sie sich wieder sammeln und ordnen können. Bei diesen leichten Bataillons muss das nicht gegeben sein. Das heißt, die können ziemlich unabhängig und eben weit weg von ihrer Muttereinheit auch agieren. Das kommt mir da also sehr gelegen. So, dann werde ich die aber auf alle Fälle noch ein bisschen zurücknehmen, weil da war das Feuer der Artillerie eigentlich schon zu effektiv für meinen Geschmack. Und die sind ja schon disordered, das heißt, die fliehen jetzt auch sehr leicht. Eigentlich sollte ich die noch weiter weg bewegen, damit sie nicht an anderen Einheiten dran stehen, dass die nicht mitgerissen werden. So, das war jetzt leider eine Schnapsidee. Jetzt stehen sie da voll in der Feuerlinie. Ach Gott. Okay, das war jetzt ein großer Fehler. Ich habe jetzt die Einheit da heran bewegt, ganz nah. Und in den Feuerbereich der Linieninfanterie hier. Okay, wurscht. Oh, 15 Mann, auch nicht schlecht. Das hat schon gesessen. So, die Blänkler hier, das sind wohl nur die normalen, oder? Warte mal. Ah, okay, jetzt wissen wir das da. Wir stehen jetzt direkt angrenzend, deswegen wissen wir, was für Einheiten das sind. Italienische Einheiten sind das. Italian Line, Linie. Schaut aber was an. Der hat er da auch schon in Unordnung gebracht, weil er sie da durch den Wald bewegt hat in Linienformation. Also da ziehen wir die Kosaken ein bisschen zurück. Und wenn sie sich hier rauswagen sollten, können wir sie überlaufen mit der Kavallerie. Also das werden sie nicht machen. Und da hier genau dieser Abhang ist, sind wir eigentlich da sicher vor den Blänklern. Die können da weiter nach unten rennen, das ist mir ziemlich egal. Okay. Wobei ich frage mich jetzt eben, ob ich vielleicht meine Kavallerie auch nach Norden bringen sollte, damit ich da wirklich mit mehr Kavallerie richtig durchstoße und hineinfließe. Weil hier haben sie eigentlich keine wichtige Funktion. Ich glaube fast, ich werde jetzt die Kavallerie, die Dragoner, auf den rechten Flügel rüberschieben, wo jetzt eben eine Lücke entstanden ist.
Das passt so, glaube ich. Und jetzt kann ich auch mit meiner regulären Infanterie, nachdem ich jetzt eigentlich ziemlich sicherer bin, dass da eben die stehen da nur, da passiert nichts. Und im Süden scheint keine große Bedrohung heranzukommen, wobei ich eben immer noch nicht weiß, wie viele hier sind. Aber genau deswegen würde ich jetzt die reguläre Infanterie eben nach Siebeneichen ins Dorf nach vorne bringen, um auch das Objective dann abzusichern. Das heißt, jetzt kommt ein bisschen Bewegung hinein einmal. Okay, passt. Die Dragoner lasse ich da, die anderen. Okay, speichern wir mal. So, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein wenig ins Wanken gekommen, ins Planerische, durch diesen kleinen, ja, ich kann schon sagen, kleinen Erfolg hier. Konkret frage ich mich jetzt, ob ich nicht vielleicht doch mit den Russen über den Bober setzen soll da und sieben Eichen verstärken soll. Also vor allem auch deshalb, weil mit der Angriff hier gegen Plagwitz, das schaut mir alles nicht sehr vielversprechend aus, ehrlich gesagt. Das ist. Ich kann die Franzosen nicht abschneiden und entscheidend vordringen kann ich auch nicht, weil das wird da immer enger und das ermöglicht den Preußen, ich sage immer den Preußen, das ist eine Österreicher Krankheit, das ermöglicht den Franzosen da natürlich relativ leicht sich da zurückzuziehen, dadurch, dass das immer enger wird. Und ich meine, ich habe ihn da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Er wollte sicherlich da noch rechtzeitig verstärken und das ist sich eben gerade so ausgegangen, dass ich das unterbunden habe und mir jetzt das Objective hier geholt habe. Und das Gute ist eben auch, dass ich jetzt schon da diese kleine Ebene ziemlich gut kontrolliere mit meiner Artillerie oder zumindest, dass ich da ein bisschen an Abschreckungsmittel habe. Und er müsste seine Kanonen wirklich bis ganz nach unten bringen, da um Plagwitz unter Beschuss nehmen zu können. Was kann passieren? Er wird vermutlich, wenn er sich das Objective zurückholen möchte, wird er wohl die Truppen vom Weinberg da auch dazu holen. Da könnte ich aber versuchen zu verzögern ein bisschen hier. Weil den Wald, den habe ich ja schon hier, den kontrolliere ich momentan. Und da die Russen zu verstärken, um Plagwitz zu halten, ist sicher keine schlechte Idee. Ich meine, ich habe jetzt eben 50 Siegespunkte halbwegs ohne Verluste eigentlich nehmen können. Und das ist noch ein ganzes Bataillon hier. Ich bräuchte jetzt noch 50, ungefähr 50 Siegespunkte, dann wären wir mal beim Unentschieden. 250 bräuchte ich dann für einen Sieg. Und ich meine, da stehen noch 400 Mann, das sind einmal, was habe ich gesagt, pro 25 Infanterieverluste, sonst 3 Punkte. Das heißt, da stehen 48 Punkte noch einmal. Und eventuell schaffe ich die auch noch irgendwie zu verfolgen hier. Also es ist schon. Also angenommen, ich könnte die Verstärkungen hier da verlangsamen und eventuell könnte ich es ja auch versuchen, na, das ist zu weit, he? Mit einer russischen Abteilung da südlich um den Wald zu gehen und dann im Rücken aufzutauchen bei Hellau. Was man auch nicht unterschätzen darf, die Franzosen haben hier ein bisschen eine Gefahr dadurch, dass eben der Fluss hier auch nicht passierbar ist, außer bei Brücken hier. Das heißt, wenn ich die da scharf gegen diesen Fluss drängen kann, sollte auch einiges möglich sein. Bei Hellau haben sie eine Brücke. Da komme ich wohl nicht so schnell herum. Gut, da ist der Fluss dann überquerbar wieder.
Ja, ich denke, ich werde tatsächlich mit den Russen über den Bober gehen. Das Gute ist eben, wenn ich hier weggehe, gewinnt er keine Punkte, weil ich habe da keine Objectives zu halten. Er muss aber auf den Objectives bleiben, um sicherzugehen, dass er sie eben eventuell hält, ne? Also werde ich mal die Russen rüberziehen hier und eventuell kann ich dann sogar noch mit den Preußen auch darüber gehen. Gerade wenn sich der Duke vielleicht nicht sicher ist, ob dann, ich kann ja sozusagen da ein bisschen Kavallerie stehen lassen und vielleicht ist er dann nicht sicher, ob da dahinter meine Infanterie steht, ne? Quasi nur so als eine Art Demonstration und um ihn zu binden, kann ich da dann die Kavallerie stehen lassen, damit er seine Truppen da bei Ludwigsdorf behält, während ich meine Hauptmacht eben nach Süden bewege. Ob das, ob er drauf hereinfällt, ist was anderes, ne? Aber das wäre mal zumindest eine Idee. Weil der Angriff da, das wird nichts. Das ist. Er hat zwar jetzt noch keine Artillerie da, aber die kommt bestimmt. Und wie gesagt, er hat da so eine gute Position durch den Fluss, zwischen den beiden Flüssen. Schmäler werdend zur Brücke hin und bei der Brücke hat er dann die Stadt da. Also. Das ist nur ein Verlustgeschäft für mich hier. Deswegen werde ich mich da jetzt eher nur darauf konzentrieren, irgendwie so eine Ablenkung zu machen, damit er glaubt, dass da was steht. Und tatsächlich werde ich mich nach Süden bewegen, ja. Okay, ich hoffe, das war die letzte große Planänderung. Man muss sich halt mal entscheiden. Ja.